Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Team of the Week Prediction. Das Video heute wird kurz, weil das Team of the Week wird relativ schlecht. Es gibt keine einzige so richtige Banger-Karte. Daher gehen wir ganz, ganz schnell durch die ganze Sache durch. Ich hoffe, ihr hattet eine angenehme Weekend League. Meine war definitiv angenehm. Ich habe auf beiden Accounts bei 14 Siegen aufgehört, weil diese Woche das Gameplay einfach keinen Spaß gemacht hat. Leider. Obwohl ich nicht mal schlecht stand. Auf der Xbox stand ich zwischenzeitlich 11-1 und auf der PlayStation 14-2. Hab dann aber abgebrochen auf der Xbox auf Gold 3 gespielt. Aber was werden wir machen? Bei dem Team of the Week tut sie mir nicht weh, dass ich abgebrochen habe. Jetzt kommen wir aber zur Prediction. Wir haben hier auf der Reserve wirklich niemanden, der interessant ist. Wir haben wieder mal einen Silber in Form, der vielleicht für die Silver Stars noch cool sein kann mit Rosipal. Der Rest ist jetzt nicht wirklich krass. Ja, Demirovic verdient ihn, aber ist leider unspielbar. Daher gehen wir direkt zur Bank über. Dort gibt es eigentlich auch nicht viel Interessantes. Harit wird sicher drin sein. Matthew Hopper geht nicht. Für die, die sich fragen, warum ist Hopper hier nicht drin? Hopper hat keine Karte in Ultimate Team. Darum kann er auch keinen Inform kriegen. Ne? Ist dann natürlich logisch. Daher Harit, der halt an allen 4 Toren der Schalker beteiligt war bei diesem, ja, ich sage jetzt mal, historischen Sieg. Hoffmann bei seinem starken Spiel gegen die Bayern ist auch noch drin. Da habe ich noch Chiesa drin. Ich habe 2 Spieler von Juventus drin. Nicht täuschen lassen, das ist nicht für ein Spiel. Chiesa ist für das Spiel am Mittwoch, das sie gewonnen haben. Und Danilo ist für das Spiel vom Sonntagabend gegen Sassuolo. Also sind Juventus hat 2 Spiele gehabt, die für das Team of the Week zählen. Daher auch 2 von ihnen drin. Der Rest auf der Bank ist halt auch relativ unspielbar. Kleine Info noch, ich wollte zuerst noch Spiele aus den englischen Ligen nehmen. Die hatten ja FA Cup. Und normalerweise ist immer ab der 3. Runde des FA Cups kommen die Man of the Match Karten ins Spiel rein. Es gibt sicherlich ein paar Kandidaten aus dem FA Cup für die Man of the Match Karten, wie zum Beispiel Vinicius von Tottenham oder entweder Havertz oder Ziyech von Chelsea oder Mané oder Shaqiri für Liverpool. Aber ich habe sie jetzt mal weggelassen, weil es ist halt nicht confirmed, dass die Man of the Match Karten kommen. Daher habe ich sie jetzt mal nicht reingepackt. Ja, dann gehen wir zur Startelf, da habe ich Keylor Navas für sein gutes Spiel gegen Saint-Étienne. Da hat PSG 1-1 gespielt und Navas hat dort einige Banger-Paraden rausgehauen. Könnte also für den Inform reichen. Dann in der Verteidigung, ja, nochmal zweimal französische Liga, Maripan und Thomas. Das ist dann die wahrscheinlich schnellste Inform-Innenverteidigung, die man sich in FIFA 21 kaufen kann. Die werden sich definitiv lohnen, die Brascos. Dann habe ich noch Gosens als linken Außenverteidiger. Könnte auch LM werden, je nachdem wie sich IA entscheidet. Aber es war halt eine Dreierkette, eher als linker Außenverteidiger. Von daher kann ich mir vorstellen, dass er den linken Außenverteidiger kriegt. Dann im Mittelfeld habe ich Parejo und Bakayoko. Parejo hat, glaube ich, 2 oder 3 Torbeteiligungen verbuchen können und Bakayoko auch ein Tor erzielt. Glaube ich sogar ein Siegtor für Napoli in der 90. Minute. Ich weiß gerade den Gegner nicht mehr, aber es war ein wichtiges Tor. Leider ist er mittlerweile viel zu langsam, sodass es eine OP-Karte werden könnte. Gibt dem 7 Pace mehr und er wäre spielbar. Ja. Dann gehen wir mal ins Mittelfeld. Dort habe ich auf dem rechten Mittelfeld Sancho, nicht Haaland, weil Sancho hatte die bessere Bewertung als Haaland im Spiel gegen Leipzig. Vielleicht packen sie Haaland rein, damit es doch so einen Banger gibt. Ich kann es mir aber nicht vorstellen, weil der Haaland ist am Freitag noch seinen Headliner hat. Und wie gesagt, Sancho hat die höhere Bewertung gekriegt am Ende des Spiels. Und hätte sich, weil er letzte Woche den Inform nicht gekriegt hat, sich den mittlerweile längst verdient. Dann links habe ich Griezmann. Der hatte auch tatsächlich eine bessere Bewertung als Messi bekommen. Der hatte, glaube ich, 3 Torbeteiligungen. Und ich denke nicht, dass sie jetzt noch Messi reinpacken. Der hatte, glaube ich, 2 Torbeteiligungen. Und bei Messi ist es mittlerweile so wie bei Cristiano Ronaldo oder auch Bruno Fernandes oder Mbappé, Neymar.
Da braucht's ein bisschen mehr als zwei Torbeteiligungen gegen einen durchschnittlichen Gegner. Ja, wenn jetzt der Gegner von Barcelona Real Madrid gewesen wäre und Messi hat zwei Tore gemacht, dann könnte Messi einen kriegen. Aber so wird's dann eher Griezmann. Dann ist noch Iličić, der ist mittlerweile wieder berechtigt für den Inform. Der hatte vor 3 Wochen einen auf dem rechten Flügel. Wurde jetzt eingewechselt unter der Woche bei ihrem Spiel und hat, glaube ich, 2 oder 3 Torbeteiligungen hingeklatscht. Als ZOM eigentlich eine geile Karte, ne? Als Stürmer kannst du den nicht spielen, zweifelsohne. Dafür ist er zu schlecht. Aber als ZOM kann man den definitiv so langsam aber sicher einbauen. Ansonsten spielt man dann halt einfach den Tots, der dann gefühlt 99 Schuss, 99 Passen, 99 Dribbling hat. Und 90 Pace. Würde ich feiern. Ja. Dann gehen wir in den Sturm. Das ist jetzt auch nichts Spektakuläres. Habe ich Depay für das Spiel unter der Woche. Dort hat er gut rasiert mit Lyon. Und dann habe ich noch Nicolas Gonzalez vom VfB Stuttgart. Der war gestern der stärkste Mann auf dem Platz. Meiner Meinung nach, Silas hatte die höhere Bewertung, aber man weiß ja, die Community will den Silas haben und EA gibt ihn wirklich nur im allergrößten Notfall. Ich denke eher, Gonzalez könnte seinen ersten Inform diese Saison kriegen für sein doch sehr gutes Spiel gegen den FC Augsburg. Ja, 6 Minuten haben wir jetzt gebraucht, das war es eigentlich auch schon. Wie gesagt, das Team of the Week wird nicht wirklich gut diese Woche. Muss auch mal sein, es kann nicht jede Woche ein geiles Team of the Week werden. Es gibt ein paar gute High-Rated Karten, die ein bisschen was wert sein werden, wie Griezmann, Depay, Sancho. Aber ansonsten ist jetzt hier nichts dabei, wo man sich sagen muss, geil, zum Glück habe ich Elite geholt. Also wenn ihr Elite geholt habt, spart euch die Sets auf. Es lohnt sich nicht, die diese Woche aufzumachen. Garantiert nicht, ja. In diesem Sinne war es das für heute. Ich bedanke mich beim Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, meine Lieben. Tschüss.